Mit 2,8 Millionen Beschäftigten ist die Logistikbranche der drittstärkste Wirtschaftszweig in Deutschland. Allein in Duisburg gibt es über 40.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich. Wir haben hier den größten Ausbildungsstandort für die Binnenschifffahrt. Wir haben hier einen hohen Bedarf an Fachkräften in der Logistik. Das reicht vom Fachlageristen über die Fachkraft für Lagerlogistik, für Speditionskaufleute, aber auch duales Studium in der Logistik. Wir haben hier in Duisburg die beste Logistikuniversität. Also Duisburg ist schon für die Logistik, glaube ich, ein ganz entscheidender Standort. Und so nutzen knapp 160 Schüler von 5 verschiedenen Schulen aus Duisburg und Moers ihre Möglichkeit, mehr über die Logistikunternehmen und die verschiedenen Tätigkeiten zu erfahren. Denn die Ausbildungsmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Aber auch die Unternehmen können einen Blick auf ihre möglichen Auszubildenden werfen. Für die Firma CTS ist es eigentlich sehr wichtig, hier uns zu präsentieren, weil wir sehen gerade in dem Nachwuchs, in der Ausbildung, die Zukunft der Firma CTS. So sollten eigentlich alle Unternehmen denken, weil was wir heute investieren in die Ausbildung, wird sich später wieder bezahlbar machen. Ohne gute Leute können wir auch die Wünsche und die Zufriedenheit unserer Kunden nicht garantieren. Daher schaut sich Thomas Heimann, Betriebsleiter der CTS, auch heute schon ganz genau die anwesenden Schüler an. Ich bin da ziemlich klassisch eingerichtet, und zwar achte ich auf Sauberkeit, auf Ordnung, auf Zuverlässigkeit, auf Pünktlichkeit. Diese besagten deutschen Tugenden, die für mich in erster Linie wichtig sind, weil wenn der Mann nicht vor Ort ist, wenn er nicht vernünftig gekleidet ist, nach außen hin, dann entstehen schon Defizite, die auch dem Kunden irgendwo auffallen. Der Duisburger Hafen bietet mit über 300 Logistikunternehmen gerade jungen Menschen gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. So ist auch die Duisport AG mit einem Stand beim Logistiktag vertreten. Man muss sich zeigen, präsentieren, den Namen bekannt machen, auf die jungen Leute auch einfach zugehen und mit denen ins Gespräch kommen, weil ja, ohne geht's nicht. Wir brauchen ja auch Nachwuchs, insofern müssen wir drum werben auch. Denn auch im Logistikbereich ist der Fachkräftemangel langsam zu spüren. Und um dem entgegenzuwirken, werben die Unternehmen schon frühzeitig um den Logistiker von morgen.